Dankeschön. Ich muss gleich um 2 erhöhen. Ja, wir haben den 40 Cup abgeschlossen, aber wieder nur mit einem Stern. Ich kann ihn nochmal neu starten. Nein. Genau, Alter, nur blitzen, Junge. Das machen die auch in Real Life. Du fährst 5 km zu schnell, Blitzer. Jetzt kann ich sagen, ich bin weiß wie ein Marshmallow. Sei bereit. Alter, ich baue eine Wand wie Donald Trump, Alter. Oh! Guckt euch das an, guckt euch das an. Jetzt geht's nur noch auf gespiegelt und 150. Oh, weiter geht's mit der DK-Schikane hier. Wir schikanieren DK. Halt die Fresse. Warum? Oh, die fährt auch das Vieh. Alter, was ist denn das für ein Sprung, Junge? Alter, wir fliegen einfach zum Mond. So. So, raus. Charlie, denkst du, dass ich diesen Cup mit Gold und 3 Sternen abschließen werde? Was? Was? Dass ich diesen Cup mit Gold und 3 Sternen abschließen werde. Event-Doodle, okay. Und was, wenn nicht? Durch mit der Sonne. Oh mein Gott. Start. Charlie, du musst jetzt belieben. Drück alle Daumen, die du hast. Auch bitte deine Fußzeh-Daumen. Warte mal, heißt das überhaupt so? Nein. Digga, Fußzeh-Daumen. Alter. Meine Füße. Charlie, noch ein Rennen. Was ist das los? Ich hab mal fast gekotzt. Alter, ich hab grad fast gekotzt. Oh, da tut mir gleich der Bauch weh. Ach ja, stimmt, ich muss ja noch einen Boom-Counter aktualisieren. Zack, da ist er fertig hier. Wie viel kostet der Streckenpass? Ich glaube 20 Euro. Alter, Charlie. Muss ja einmal nur kaufen, dann hast du ja gleich alle Strecken. Das habe ich letztens nämlich gehört, dass da irgendwie ein paar Leute gedacht haben, man muss den sich dann immer mit jeder Strecke, mit jeder Welle neu kaufen, aber... Muss man nur einmal machen. Oh. Oh. Geht ja voll. Ja, stimmt.
Ich bin noch nie gefühlt mit dem Go-Kart gefahren. Na gut. Man lernt nie aus, machen wir jetzt einfach mal. Und Charlie? Was machst du heute noch so? Alter, kannst du nicht einmal dein verficktes Maul halten? Alter. Was ist denn los bei dir? Schild doch mal! Oh, ich muss mal was testen, Leute. Kann man? Nein, kann man nicht. Okay. Schade. Dann geht das wohl nicht. Was, seit wann bin ich denn live? Seit ein paar Jahren. Ach, Digga. So, heute? Ja, seit einer Stunde und 24 Minuten. Och nee, Belinda oder Melinda oder wie heißt denn du eigentlich? Jetzt nur noch gespiegelt. Charlie, bist du auch ein Spiegelei? Ja, Junge! Noch mitgenommen. Hey, Charlie! Digga, der ist sogar noch im Call. Er spielt Fortnite. Oh mein Gott. Von Apple Pass. Was machst du? Och, genau! Was soll denn das? Das gibt ein Like. Finde ich richtig. Erst liken, dann anschauen. Nice. Na, der Charlie will einfach nicht mehr reden. Weißt du, Charlie, ich war auch mal so. Aber irgendwann hat sich das geändert. Das wird so, wenn man irgendwann erwachsen wird. Ja, der Charlie hat manchmal sehr starke Stimmungsschwankungen irgendwie. Komm mal die Fresse. Oh, oh, ja. Ja, schade, nicht getroffen. Oh, warte mal. Ach nee, wir fahren ja gespiegelt. Oh, ich hab das komplett verkackt gerade. Ich bin in die falsche Richtung, auf der falschen Seite gefahren. Ich hab mich gewundert. Was ist los? Was ist los? Was ist geschehen? Aber ist geil gespiegelt. Das ist mir reichwertig für den Danke vielmals. Map ist so chaotisch irgendwie, aber irgendwie auch richtig geil. Also vom Aufbau her, sind so viele verschiedene Bereiche irgendwie in eins geklatscht. Das heftige Schneebereich, Wasser, normal Graslandschaft, sage ich mal. Also so dieses braune Gras, so dieses Yoshis Gras, so. So, oh. Yoshis Gras. Yoshis. Yoshi hat Gras, weiß ich. Yoshi ist wieder mal am Konsumieren. Nee. Es ist so viel. Das ist doch der Vulkan. Das ist Schnee. Das ist Gras. Und das Wasser. Wasser. Ein Schloss. Na gut, das ist auch unter Wasser. Das ist auf meinem Kanal. Ja. So, los! Jetzt haben wir ja eigentlich soweit erstmal wieder alle Cups fertig. Na, ist ja schon mal gut. So, haben wir alles fertig. Ich würde jetzt gerne mal einen Test machen. Ich will mal was gucken. Ich will mal im Zeitfahren gucken, wie weit man bei Yoshis Dingsbums-Ding da rausfahren kann. Weil da ist nämlich offenes Gras. Saß. Wir gehen auf Marios Circuit. War das eine gute Zeit, die wir hier hingelegt haben? Das müssen wir jetzt mal schauen. Oh nee. Geht besser. Was können wir denn sonst mal noch finden? Oh komm, wir spielen Yoshi's Island. Solo-Rennen, perfekt. Los geht's. So, was kann ich eigentlich wirklich machen? Du wirst halt mal nett sein, nicht so wie Charlie. Das finde ich gut. Wird schon sagen, ja. Ein- und ausatmen. Das ist richtig. So, wenn man manchmal so ein bisschen so... so dein Stream auf gelb, also wirklich. Was? Ich
würde gerne was zu Kitsune sagen, aber dann werde ich sie nicht mehr verlieren. Die mag ich eh nicht. Ich fahre hier eh, ich mache irgendwie gar keinen Plan. Ich fahre ja, wie ich gerade will. Nee, bei einem Maul die Gag jetzt nicht spannend. Das ist zu übertrieben. Wenn so mehrmals so, du weißt schon, man merkt so, dass es so ernst gemeint ist. Bro, die Zeit war übelst gut. Das war übelst die gute Zeit eigentlich. Also klar, Verhältnis zum Weltkrieg haut jetzt nicht so, aber... Bro, guck mal. Ah, falsche Strecke. Guck mal hier. Digga. Klar, das sind immer noch 7 Sekunden so, aber es ist halt auf Weltrekord, aber Bro. Das will ich jetzt nochmal probieren. Die Zeit war nicht sehr gut. Die Zeit war nicht sehr gut, weil wir halt auch am Ende nochmal gegen das Ding gefahren sind. Hast du schon studiert? Na, Kitsune? Weißt du die Regeln auch schon auswendig? Aber das war trotzdem nochmal eine Verbesserung. Schick unnötiger Band. Ja, es war ja Spam. Spam. So im Prinzip. Können wir die Zeit noch etwas verbessern? Das ist jetzt die Frage. Versuchen wir es mal erneut. Oh mein Gott, es lief eigentlich schon so gut. Und dann kommt das. Warum denn? Oh Mann. Oh, ich will mal einen Test machen. Okay. Was machst du in deiner Freizeit? Ich fange die ganzen Kinder. Das war eine andere Strecke. Ich fange die ganzen Kinder. Baby Paul, komm her, Babys. Ich fange die ganzen Kinder. Ist er die ganze Zeit nur im Kreis fahren? Oh mein Gott. Bombenprank!